Hallo und willkommen zurück zu Neurodeck. Und ich habe mich umentschieden. Wir machen doch nicht das, was wir letzte Folge gesagt haben. Mach mal die mentale Prüfung. Es gibt eine Gatling-Hand und Schleim zerstören. Entdecke die Neurodeck-Phobien und Karten durch eine Reihe von Prüfungen. Dann machen wir das einfach mal. Gatling-Hand, Phobien, Arachnophobie. Schwierigkeit leicht. Live 150. Spezial. Spiele eine Menge Karten. Ach, spezial passiv. Dein Deck. Für jede Karte. Wir machen einfach mal. Okay. Die wird gespielt, wenn sie abgeworfen wird. Drei ausgeruht. Traum auf die Hand. Das könnten wir gleich machen. Was? Wir würden sterben? Instant. Was haben wir hier? Wenn du eine Karte abwirfst, ziehst du eine Karte. 36 Karten. Oh. 2 P für jede Karte in deiner Hand. Das wäre vielleicht was. Wirf deine Hand ab, du hältst einen Zorn für jede Karte, die abgeworfen wurde. Setze den Zorn-Timer zurück. Wir probieren mal aus, ob wir dann automatisch nachziehen. Ja, doch. Das heißt, wir haben jetzt zumindest 6 Zorn bekommen. Das Problem ist, uns werden die Aktionspunkte ausgehen, oder? Uns gehen definitiv die Aktionspunkte aus. Wie machst du das denn, bitteschön? Die 3 ausgeruht. Also jetzt steht zwar minus 22 da, aber die wird uns doch One-Hit umhauen. Richtig? Wir gucken mal, es steht minus 19. Aber ich glaube, das rechnet das falsch. Mhm. Ja. Deswegen heißt das also Gatling-Hand, weil du da einfach raushauen musst. Es fragt sich halt wie. Du stellst 15 Vernunft für jeden deiner aktiven Gegenstände wieder her. Brauche ich nicht. Das ist jetzt halt auch Kacke. Ich könnte sagen, ich spiele das da. Den hier. Ja, aber wenn ich eine Karte ziehe, dann ist da auch die Runde vorbei. Okay, das interessiert mich jetzt. Aber das ist ja scheinbar schier lackbasiert. Hier würdest du noch eine Aktion erhalten, ja, schön und gut. Dann wäre das noch. Ja, davon kriegst du eine Aktion. Aber das reicht doch nicht. Wie zur Hölle löst man das? Wir gucken uns mal diese andere mentale Prüfung an. Da bin ich jetzt gerade echt überfragt. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas Offensichtliches übersehe. Höchstwahrscheinlich. Machen wir hier Schleim zerstören. Schwierigkeit schwer. Wohl, das war Schwierigkeit leicht, ne? Du hältst jedes Mal einen Zorn, wenn du eine Karte ziehst. Wird uns auch einfach One-Hit umhauen? Wir kriegen 30. Da hast du wenigstens ein bisschen mehr Zeug. Du hast jedes Mal einen Zorn. Was, wenn du eine Karte ziehst? Zwei große Reinigung zu deiner Hand. Große Reinigung macht große Reinigung. Okay. Lieblingskissen. Wir kriegen 4 ausgeruht. Hm.
Okay. Ja, mal gucken, was wir dann gleich machen. So, die 30 Angst, okay. Spieler hat 4 ausgerührt, Phobie verliert live. Ich zieh mal 2 Karten. Ich ziehe eine Karte. Ich ziehe eine Karte. Kann ich nicht, weil ich zu wenig Ausdauer habe. Na gut. Also so viel zu schwer. Also das ging jetzt einfach von der Hand. Ach, man kriegt aber auch nichts dafür. Aber das wundert mich jetzt ehrlich gesagt. Vor allem, dass das als leicht betitelt wird. Du stirbst in der ersten Runde, no matter what. Das ist völlig Wumpe. Das ist ja wieder völliger Schwachsinn. Ich bin gerade am Überlegen, welche Kombination brauchst du denn bitte schön? Hinzukriegen. Du musst direkt in der ersten Runde das rocken, ne? So, erste Aktion schon mal weg. Spieler kriegt 5 Zorn für 50. Das können wir nicht mal spielen. Zehn. Und das kann ich auch nicht ziehen. Wie willst du das denn machen? What the hell? Ist das vielleicht, weil wir auf Belastbarkeit. Moment. Lass mich mal was umstellen. Das irritiert mich hier mit Belastbarkeit 2. Ich gehe mal ganz kurz hier neue Sitzung. Jupiter. Belastbarkeit 1. So. Oder 0. Ich werde den Run jetzt gar nicht weitermachen. Wir gehen ins Hauptmenü zurück, machen jetzt die mentale Prüfung Gatling Hand und gucken uns das mal an. Sind immer noch 150 live. Belastbarkeit ist jetzt hier aber gar nichts mehr gegeben. Wir haben trotzdem nur 25 live. Und das macht auch nicht, das macht das gerade auch nicht fett, ne? 16. Nö. Keine Ahnung, wie man das hinkriegen soll. Das ist völlig, völlig wild. Aber gut, wollte ich mir mal angucken, was das überhaupt ist. Du kriegst aber auch scheinbar nichts Neues dazu, obwohl da Platz für 6 Sachen sind. Sammlung. Sieht man da auch, was fehlt, oder? Das ist natürlich auch alles andere als geil gemacht jetzt hier. 17 Phobien. Hier aber auch noch Phasmo. Nee, warte. Das andere, das so ähnlich aussah, war mit A, ne? Die haben ohne Witz für Phasmophobie Agarophobie dazu gepackt. Also das gleiche Bild. Mir wird langsam klar, warum das Spiel nicht unbedingt allzu positiv bewertet ist. Also wir müssen noch Phasmophobia machen. Dann die 30 Rested wäre interessant.
Weniger als 10 Karten könnte man auch mal probieren. Das ist bei mir natürlich immer so eine Sache. Hi. Okay, wir machen das mal mit Stufe 3. So, Kinderzimmer. Zu Beginn deines Zuges hast du eine Chance, mit 30% eine zufällige Karte auf deine Hand zu legen. 5 Ausdauer bekommen oder... Ne, komm, wir nehmen das mit dem Improvisator. Meditation gleich mal, Magen. Freischalten bitte. Dann nehmen wir den Hund. Okay, das ist auch noch da, die Angst. Gut zu wissen, dass das nicht weggeht. Ach, 30% Chance, okay. Die Schwäche ist nicht so cool. Aber die Hausaufgaben mit den Kindern regeln das schon. Also Puzzle, muss ich sagen, ist echt schnieke. Puzzeln ist gut. Dann nehmen wir gleich mal an der Umfrage teil. Extro oder introvertiert. Bling, 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 bling. Jedes Mal, wenn wir die Kernfähigkeit einsetzen, kriegen wir 5 Vernunft. Und die Kernfähigkeit war voller Friede. Dann gehen wir mal ins Klassenzimmer. Karten umwandeln vielleicht. Alte Passiv während ein Züge, wenn du meditierst, erhältst du 2 Zorn. Puh. Muss nicht sein. Dann nehmen wir die Agarophobie. Mit dem Finger zeigen. Immer noch super. Du! Wir kriegen eine Sorge, dankeschön. Komm, ich mach mal die 5 weg. Ich mach mal die 5 weg. Den würde ich sehr gerne ausprobieren. Kann ich nur nicht wirklich. Achtzehn Life hat er noch, warte. Ich kann nicht 2 spielen. Ich kann eine spielen. Für 5 und dann noch eine für 6. Ich beende den Zug einfach. Ich brauche Ausdauer. Ich brauche Ausdauer. Starrende Augen. Also der ist schon auch irgendwie ganz cool gemacht. Kann es sein, dass das eine Aktion ist und nicht eine Ausdauer? Schauen wir mal. Ausdauer ist 19 Aktionen. Okay, du stellst nicht. Du stellst 25 Ausdauer wieder her und kriegst Meditation. Wild. Wild. Und weg mit euch. So, was haben wir hier Schönes? 7 Ausdauer für jeden Meditationspunkt. Mhm. 25 Ausdauer wiederherstellen. Ja, das nehme ich. Schauen wir mal, ob wir diesmal was umwandeln können. Wir könnten irgendwas in eine Uhr umwandeln. Die Geige habe ich. Moment, habe ich die Geige nur so gezogen, ne? Ja. Ich werde eine
Schose umwandeln. Dann meditieren wir für das Herz. Danke. Fast wieder das Falsche geklickt. Aber wieso kriegen wir denn die Phasmophobie nicht mehr? Celestine Vernunft, ziehe drei Karten. Ja, nee. Klingklong. Ja, die Angst werde ich jetzt mal los. Den Zorn könnte man überlegen. Der Nachbar hämmert schon wieder. Ich krieg das Kotzen. Jeden verfickten Scheißtag, ne? Jeden verfickten Scheißtag. Nerven die mich mit ihrem scheißdreckigen Hurengehämmer und Gesäge und Weißergeier. Oh. Da kannst du auch nur mit dem Kopf schütteln. Das ist doch absoluter Mumpitz. So, 50 Vernunft verlieren wir, aber der hat jetzt wenigstens nichts mehr zu melden, was Block angeht. Also sorry, dass da jetzt dieses Gehämmere im Video ist, aber ich kann da jetzt leider nichts dran ändern. Ich kann da leider nichts dran ändern. Tut mir leid. Du verlierst 10 plus 4 Vernunft, weil wir zornig sind. Verlieren wir extra Vernunft. Na gut, lass ein paar Karten ziehen. Dann das spare ich mir mal kurz auf. Aber wir hätten vielleicht noch das Essen nehmen sollen. Das wird uns auf 3, ne, auf 2 hieven. Na, das reicht nicht, um nochmal eine Runde rauszuhauen. Unser Zorn ist auch weg. Ja, klasse. Dann zornen wir halt. Jetzt schnell. Die 10 Block, vielleicht kriegen wir die auch weg. Ich hasse das wieder, wie ich sehe, wie das Mikrofon ausschlägt. Jedes Mal. Da kriegst du Vernunft, aber keine Ausdauer. Das sollten wir also vielleicht nicht machen. Sieben plus vier? 5 plus 4 reicht auch. Ich kann so kotzen mit dem Scheiß-Nachbarn. Ich hoffe, der ist bald mit seinem Kackdreck fertig. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir haben noch Platz für 2 Sachen. Vermantel deine Fähigkeiten etwas Größeres. Ja, komm, versuchen wir nochmal. Kuchen backen. Entfernen alle Modifikatoren von Spieler. 20 Vernunft wiederherstellen. Warte, Vernunft, ne? Okay, wir wandeln eine Pizza. Die Umfrage mache ich. Wir sind empfindlich. Wenn du Vernunft wiederherstellst, stellst du 5 Ausdauer wieder her. Dankeschön. Gleich mal hier einsetzen. So, einfach alles anklicken, ohne großartig lesen zu müssen. Komm, wir nehmen ihn. Wir nehmen den Muskelmann! Das hämmert aber schnell, ne? Hier so tung, 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 tung. Meine Heiser. Manchmal habe ich das Gefühl, der macht es einfach nur. Der hämmert einfach gegen die Wand, ohne irgendwas zu machen.
Könntest kotzen, ne? Okay, wir meditieren mal, damit wir die Uhr später gleich benutzen können. 25 haben wir nur. Uff. Ja, der würde jetzt 70 raushauen, ne? Mhm. Das ist auch unser Maximalwert. Damit wir 20 Vernunft wiederherstellen, das ist egal. 25 Ausdauer wiederherstellen. Haben wir hier wieder ein bisschen was. Die Ausdauer brauche ich. Die zwei Zelte nehme ich. Das war jetzt auch nicht unbedingt das Geilste, ne? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Einen Platz hätten wir noch. Ich weiß auch gerade nicht, wie weit wir fortgeschritten sind. Ich nehme das Bad. Haben wir jetzt noch einen Gegner zwischendrin? Einer noch, okay. Gehen wir noch mal ins Klassenzimmer. Die Uhr brauchen wir nicht, danke, haben wir schon. Was duplizieren? Es ist... Kann ich einfach weitergehen? Ich will nichts hinzufügen. Ach warte, ich kann einfach hier reingehen und einfach Reise fortsetzen machen, okay. Der Müso. Der Müso. Gucken, ob wir das hier benutzen können bei ihm. Gibt da eine Benutzungspunkte aus, mit den zwei Zorn. Das ist eine Aktion, kein Gegenstand. Schön, dass der mir die Angst nimmt. Gott sei fucking Dank. Das Puzzlestück wäre gut gewesen. Ich muss eigentlich den hier so machen. Ich brauche die Ausdauer. Ich brauche die Ausdauer und ich muss eigentlich hier relativ viel quatschen, damit der scheiß Hammer nicht wieder nicht zu hören ist. Ich frage mich ja, was muss man denn da an die Wand hämmern, damit man 37.000 Schläge in der Stunde braucht? Entferne alle Modikatoren vom Spieler, man stellt 20 Vernunft wieder her. Schade, dass ich das Puzzlestück nicht habe. Sonst würde ich das gerne nehmen. Okay, ich mache erstmal den hier. Zieh das Puzzleteil, wie gut. Wie gut. Das war Schnieke. Das mit der Vernunft nicht so cool. Aber jetzt geht er wieder auf die Ausdauer. Okay, dann können wir... angreifen. Die 30 bringen. Ne, die 30 habe ich nicht. Da werden wir 20 Vernunft wiederherstellen. Ja, komm. Wir beenden den Zug so. Da kriege ich immer noch mal 23 Ausdauer. Die. Ach, scheiße, ich Vollidiot, ne? Ich Vollidiot. Ich hätte die Pizza spielen sollen. Der nimmt mir wieder 40 Ausdauer. Das ist meine Aufmerksamkeitsspanne von ungefähr nichts. Okay, er gibt uns dann auf jeden Fall ein paar Sachen, die wir hiermit kontern werden. Ja, wir können nichts spielen. Ja gut, das hier können wir spielen. Dann rüste ich das Tape schon mal aus. So, er hat 40. Mmh.
Okay, machen wir so. Eine Meditation spielen. Die Aktionen holen. So. Dann fehlt uns wieder alles, ne? Ich könnte jetzt den machen, dann fehlen mir aber immer noch die Ausdauer. Andererseits, ich krieg ja wieder ein bisschen Ausdauer zurück. Nicht nur ein bisschen, einiges. Und ich kann die Pizza noch futtern. Bin ich auf 26. Das wären 13. Das würde noch nicht reichen. Wir kriegen eh nochmal einen Extrazug. Wir kriegen einen Extrazug mit zig Ausdauer. Das heißt, das hier ist völlig irrelevant jetzt. Okay. 8 Damage. Und dann töten wir ihn mit dem heißen Bart. Das war vielleicht auch nicht so schlau, ne? Weil wenn der Ex... weil wir eigentlich eine extra Karte für die Phobie haben oder bekommen sollten. Ach, haben tatsächlich gekriegt. Das Problem ist, jetzt sind wir über 10, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das heißt also auch... Wir kriegen die Errungenschaft hier nicht. Oh, less than 10. Okay, das hätten wir sowieso gekriegt. Less than 10 heißt ja normalerweise 9. Ja, dann gucken wir, ob wir da vielleicht irgendwas kriegen. Nee. Das muss jetzt auch nicht sein. Das ist nicht viel, ne? 5 Life verliert der und du erhältst eine Aktion. Das ist genauso wie Dosen treten. Das bringt gar nichts. Ich werde puzzeln. Verdoppeln. Kann ich das einfach hier anwählen? Nein, natürlich nicht. Schon wieder der Theo. What the hell? What the frick? Alle Modifikationen aus der Angst entfernen. Ja, schön und gut. Was ist das? Keine Gegenstände benutzen. Ja, benutze keine Gegenstände. 15 Vernunft verlieren wir. Moment. Ja, von 8 auf 13. Das ist auch nicht unbedingt so verkehrt, aber... Wir beenden den Zug einfach. Ach ja. Schön, dass du wieder full life bist. Gosh. Was, spiele nur eine Karte pro Runde? Ist das den Ernst, ja? Ich dachte schon, das Spiel ist abgekackt, aber ist einfach nur mein Headset ausgegangen. Spiele nur eine Karte pro Runde, eine Karte Spielregel. Heißt das, Moment, heißt es dann, ich kann hier das nicht mehr machen? Überschritten, dafür kriege ich... Okay. I see. Gut zu wissen! Also du wirst ja wirklich jedes Mal bestraft. 40 Ausdauer will er mir klauen. Nutze alle Aktionen, ansonsten gibt's Ärger. Wenn du meditierst, erhältst du 2 Zorn. Also das heißt also immer, wenn wir Meditationskraft dazu kriegen.
Das ist jetzt hier da. Ne, wobei. Nicht verkehrt. Zack. Dann. Ja, komm, wir spielen mal hier eine größere Runde. Das Puzzeln kommt natürlich auch gleich noch dazu. Ja, wir puzzeln ihn kaputt. Haha! Tschüss, Theo. War gar nicht mal so schön mit dir. Immerhin. Resilience Level 3. Moment. Gibt's da was Neues? Nee. Nope, war nicht das Neue. Wir starten eine neue Sitzung mit Jupiter in der nächsten Folge. Du kannst im Kampf nur zwei Eigenschaften benutzen. Okay. Gut, dann machen wir das beim nächsten Mal. Leute, macht's gut, bis dann und ciao.